Ja, die Information zur Kristallkugel habe ich dir geschrieben. Ihr habt jetzt eure Schulden in der Nordlandbank bezahlt, also ich sage jetzt einfach mal 136 Dukaten, weil wir uns mit dem Kleingeld und Silberkram nicht aufhalten. Und dann geht ihr gemeinsam durch das Schmiedeviertel in Richtung des Marktplatzes, wo ihr wie am gestrigen Tage den Fecksteppe vorfindet. Wieder gehüllt in allerlei Schleier, die hier runterhängen. Und ihr schaut euch um. Ja, wieder ein kleiner Junge, wird wohl irgendwie sowas wie ein Bettler sein. Könnte zumindest sein. Wird gerade aus dem Tempel rausgeschickt von ein paar Wachen. Denn sowas wird hier nicht geduldet. Ihr hattet noch irgendwie auf den Stufen des Tempels ein paar Bettler gesehen, da dürften die halt sitzen. Aber im Tempel selber sind die hier nicht geduldet. Also, mein gelehrter Herr, er meint also, wir sollen versuchen, den Beutel so, wie ich ihn jetzt hier habe, zurückzugeben. Also, du lässt dir dann erstmal wieder den etwas dickeren Rexgeweihten holen. Nee, ich würde sogar einen der Akoluten, falls hier einer rumläuft, ansprechen. Euer Ehren? Ja, was kann ich für euch tun? Euer Gnaden. Ich habe gerade gestern erst mit Ihrer Hochwürden, eurem Tempelvorsteher, geredet und einen Vertrag ausgemacht. Ich bin hier, um die Schuld zu begleichen. Ja, einen Moment, ich hole ihn gleich. Achso, ich hätte euch sonst auch direkt das Gut und den entsprechenden Zinssatz geben können. Ja, was schuldet der Mann euch denn? Oder was schuldet ihr dem Mann denn? Ich habe leider keinen Überblick über den Vertrag. Er klopft sich so ein bisschen ab an seinem Kaftan. Tut mir leid, ich habe, wie gesagt, wenig. Ich kenne den Vertrag und die Modalitäten nicht und weiß dementsprechend nicht, was ihr ihm schuldet. Natürlich, das ist auch nicht eure Schuld. Ich weiß es zu schätzen, dass ihr die Sachen hier diskret behandelt. Einen Moment, ich hole. Ach so, nun gut. Ja, es dauert eine Zeit. Ungefähr 5 Minuten später kannst du sehen, wie sich eine schiere Masse an den Schleiern vorbeischleppt und er dann auf seinen kleinen, ja, die Beine kannst du kaum mehr erkennen. Er trägt auch wieder so eine normale Kaftanhose und wirklich Knie kannst du dann nicht sehen. Seine Hose hängt sehr tief oder seinen Bauch. Und er kommt dann, dieses Mal ist er nicht behaart, also seine fettigen Haare waren wohl sowas wie eine Perücke. Auch sein Bart, durch den er sich gefahren hat, war wohl nur angeklebt. Kommt da auf euch zu. Und schaut dich an. Ah, euer Gnaden. Euer Was Hochwürden. verschlägt euch denn hierher? Ein weiteres Spiel, eine weitere Partie, Rot und Weiße Kamel? Nein, nein, es ging nur darum, unsere Schuld schon vor den vereinbarten 7 Tagen zu begleichen. Seht ihr, so mag das Fex. Man bekommt etwas Geld in die Hand gedrückt und ihm an sich versieht. Einen Tag später kommt man mit viel mehr Geld wieder zurück. Wie ich erfahren habe, hat hier meine Freundin einiges von euch lernen können im Spiel mit den roten und weißen Kamelen. Vorhin ein bisschen zu schmeicheln. Ja, das ist richtig eine sehr teure Lektion, aber Fehler, die man einmal macht, die macht man nicht wieder. Und so mag es der liebe Fex. Hier ist der Beutel, das sollte so stimmen und natürlich euer Zinssatz. 500 Silberstücke. Und ich hoffe, es ist in Ordnung, dass wir hier diese Dukaten mitgebracht haben. Das ist etwas weniger sperrig. Er schaut sich den Beutel an, nimmt ihn in die Hand. Du kannst es hören, wie er einmal nach oben, nach unten raschelt. Das sind aber keine Dukaten. Womit wollt ihr mich bezahlen? Er macht den Beutel einmal auf. Steine? Ist das nicht der Beutel, wie ich ihn von euch bekommen hatte? Nein, ich gab euch einen anderen Beutel. Er greift sich wieder unter seine fette Tasche, die sich da wohl irgendwie unter diesen schieren Massen befindet. Und du kannst sehen, wie sein Beutel wohl leicht anders gefertigt ist. Ist wohl eine andere Art von Leder und wohl etwas älter. Trieft auch noch so ein bisschen nach Fett. Und du kannst auch sehen,
dass der Beutel von dir gar nicht so nach Fett riecht und stinkt. Er ist relativ einfach, riecht eher nach Gosse. Euer Hochwürden, weiß jetzt nicht, ob ich euch richtig verstehe. Wollt ihr sagen, der Gürtel, den ihr hier gerade hervorgeholt habt, das ist der, den ihr mir gegeben hattet? Ich meine, wie kommt ihr denn jetzt wieder an den heran? Was? Nein. Ich gab euch einen Beutel mit 100 Dukaten. Und so sehen meine Beutel aus. Er verstaut ihn wieder unter seinen Lappen. Kann ich mich daran erinnern, ob das wirklich so war, dass ich einen anderen Beutel bekommen habe, als den, den ich ihm jetzt hier geben möchte? Könntest du mal auf Leder arbeiten, Lücke? Ja. Alternativ ginge auch Handeln, das würde ich auch zulassen. 7 Punkte. Da hast du wohl noch gar nicht drauf geachtet, aber die Prägung ist durchaus eine andere. Das ist nicht sein Beutel, den er dir damals gegeben hat. Oh, ihr habt recht, wenn ich mir das anschaue hier, der Unterschied ist frappierend. Ja, es interessiert mich nicht, ob der Unterschied frappierend ist oder nicht, aber wie gesagt, ihr schuldet mir immer noch 150 Dukaten und ihr habt noch 6 Tage Zeit. Kein Problem. Aber mit Kieselstein lasse ich mich nicht bezahlen, euer Gnaden. Und dann natürlich eure Schuld, meine Schuld soll beglichen werden und Wascher, wir brauchen die anderen 100 Dukaten. Na Natürlich. los. Die habe ich die jetzt dabei, oder? Ja, die wird wohl entweder du oder Rodrigo, aber ihr habt die bei der Nordlandbank geholt und dann könnt ihr die 100 Dukaten noch einmal von eurem gesamten Geld abziehen. Ich würde es ihm reichen. Ja, er schmunzelt dir zu. Vielen Dank, warum nicht gleich so? Ich Also, denke, das war lediglich ein Missverständnis. wenn ihr wieder etwas Geld braucht, dann dürft ihr gerne zu mir kommen. Wir dürfen gerne wieder darüber spielen, aber wenn ihr mich weiterhin beleidigen wollt und eure Unkenntnis mit Kieselstein bezahlt, dann ja, Kundschum ist ein schnelles Pflaster, muss man sagen. Ich bin vielleicht nicht mehr der schnellste und der beste Fassadenkletterer oder Beutelschneider, aber umso mehr gibt es hier andere. Verzeiht, werter Mann, das, werter Herr, das wollten wir natürlich nicht. Das, war bestimmt nur ein Missverständnis. Wir sind immer noch sehr dankbar, dass ihr uns das Geld so schnell und ohne weitere Fragen geben konntet. Ja, kein Problem. Wie gesagt, ich habe ja auch meinen Nutzen daraus. Wir wollten euch natürlich nicht beleidigen und nicht kränken. Wollt Guck noch in ganz meinen Tee ehrfürchtig. reinkommen? Etwas bleiben? Nein, ich. Mann, nee. Danke nochmal und. Ja. Ich würde gerne Menschengans Lektion. machen, Frosty, wenn wir jetzt gehen, ob er sich dann gekränkt fühlen würde oder Natürlich ob sehr wir quasi beleidigt. unter. Okay. Dann würde Rodrigo, ich noch was nur von daher bleiben. seid doch nicht so unhöflich. Die Einladung ist so freundlich gemeint von dem guten Mann. Lasst uns noch da bleiben und seine Gastfreundlichkeit genießen. Bisher hat Washer so viel von dem Mann gelernt, vielleicht kann ich und wir auch noch etwas von ihm lernen, wenn wir ihm zuhören nur. Und das einfach sehr genau. Ich nicke Mehr verlieren bejahend. können wir nicht, ne? Na gut, dann freue ich mich, eure Einladung mit meinen Freunden hier anzunehmen. Ja, also gut. Ja, geht ihr wieder zusammen nach hinten in das Etablissement, wo ihr auch gestern schon gespielt habt. Wieder wird euch ein kleiner Teppich gebracht, auf dem dann rot und weiße Kamele aufgestellt werden. Und Wascher, du kannst sehen, dass er stellt perfekt die Partie wieder auf, die du damals dann verloren hattest. Und er würde dir dann auch erzählen, welche Fehler du begangen hast und wie man die eventuell umgehen könnte. Rodrigo stellt auch ein paar Fragen dazu. Okay, wenn man jetzt hier. Warum habt ihr diesen Zug gemacht, hier an der Stelle? Wäre dann nicht dieser Ja, Zug auch gut? wir müssen sehen, dass hier die Oase ist. Die Kamele können hier wassern und von hier aus sind die Berge zwar der direkte Weg, man umgeht sie einfach, indem man dann an dieser Tal, er erzählt ja halt so ein bisschen was, ne? Bedruckter Teppich, ein paar Oasen drauf, ein paar Berge drauf und du ziehst dann eben mit deinen Kamelen von A nach B, nach C und versuchst dann eine beste Handelsstraße aufzubauen, aber ihr bleibt dann da ungefähr, also wenn ihr nicht vorher schon gehen wollt, eine Stunde bei Tee, bei Gebäck. Und er ist wirklich sehr höflich.
Auch wenn dieser Geruch von ihm etwas widerlich ist, aber da steht man dann drüber. Rodrigo scheint sich wirklich für dieses Spiel zu interessieren und hört ihm noch gebannt zu und stellt auch wirklich interessierte Fragen. Ja, von seiner eigenen Art. Er erzählt ja auch, dass ihr wohl hier überall beim Abschluss von etwas wichtigeren Spielen bzw. von etwas wichtigeren Geschäften wird immer rote und weiße Kamele angeboten, um nicht unbedingt den Preis zu drücken, aber auch um etwas Zeit noch miteinander zu verbringen. Die Leute sind hier alle sehr gemütlich und das ist nicht negativ gemeint, sondern eher positiv. Die nehmen sich wirklich sehr viel Zeit für dich und hören sich das an, was du ihnen zu erzählen hast. Und auch wenn dann vor der Straße oder vor den Stadttoren immer irgendwelche Bettler stehen und dir Geschichten erzählen von ihren Kindern und wie arm sie doch sind, dann sollte man das nicht vielleicht unbedingt so sehen wie die Leute in Gareth. Denn die Probleme sind hier, er sagt, sie sind echt. Wenn die Leute mal zu spät kommen, dann mag das eben auch daran geknüpft sein, dass sie nicht gewillt sind, hier zu spät zu kommen, sondern dass sie wirklich etwas aufgehalten hat. Wenn man dann irgendwie in Kundschirm sagt, und da könnt ihr eben auch wirklich sehr viel über dieses Kolorit lernen, wenn man sich dann zur vollen Mittagsstunde treffen will, um 12 Uhr also, und man kommt dann eben eine Stunde oder zwei Stunden zu spät, dann liegt das nicht daran, dass es unhöflich ist, sondern dass irgendwelche anderen Probleme waren, dass die Kinder geschrien haben, dass die Frau krank war und man sich um die kümmern musste oder dass man irgendwie überfallen worden ist. Es ist immer irgendwas und sie sind da immer so ein bisschen, inshallah sagen sie immer ganz gerne, nach dem Motto, wenn Gott will oder wenn die Götter es wollen, dann treffe ich mich mit dir um 12. Wenn sie es halt nicht wollen, wenn irgendein Problem dazwischen ist, dann können sie es halt eben nicht verhindern, kommen sie ja halt zu spät. Und in den zwei Stunden sollte sich dann irgendwie hinsetzen und unterhält sich dann mit demjenigen, dem das Restaurant gehört oder dem der Teeladen gehört, dem die Spiele gehört, wo auch immer ihr irgendwie sein wollt, aber immer hat es irgendwelche Gründe. Ja, also ist wie gesagt keine Unhöflichkeit und erklärt euch hier wie gesagt weitere Dinge, weitere Züge, die ihr dann vielleicht verhindern könntet beim Rot- und Weiße Kamele-Spiel. Kurz bevor wir gehen, euer Hochwürden, bitte, ich muss noch das Pfand, was ich euch hier ließ. Richtig. Ein Stein des Vex. Ihr gehört zur KGA. Interessant. Verdaus schaut einmal zu seinen Begleitern. Ja, das ist korrekt. Ja, er gibt dir den Stein wieder, ohne irgendwas weiter zu sagen. Nickt dir zu. Man sieht, wie Rodrigo kurz mit den Augen rollt, aber er sagt nichts dazu. Beim Rausgehen, ja, Leutnant, der Stein, der Türkis, ist auch den Effertheiligen. Du bist eine Familie, du musst dich hier nicht rechtfertigen. Er legt die Hand auf die Schulter, ist alles okay. Ich denke, du weißt, was jetzt gerade hier passiert ist, dass das ein Fex-Tempel war, dass das deswegen noch geklappt hat. Und ansonsten, ich denke, wir wissen alle, dass diese Ringe nicht jeder am sehen sollte. Auf dem Tempel des Fex-Tempels sitzt, wie gesagt, ein alter Mann, Augenklappe, schütterndes Haar, kann kaum noch was sehen und hält euch dann so ein holzernes Schälchen hin. Ja, Rodrigo greift in die Tasche und zieht drei Kreuzer heraus und drückt dem Mann drei Kreuzer, drei kleine Zinnmünzchen in seinen Beutel, in seinen Becher hin. Möge Fex euch böse. Möge Fex auch mit euch sein. Wissen nicht, der sich selbst hilft, dem hilft Fex. Ich kann mit nicht helfen. Du merkst, wie er mit seinen Fingerchen, er sitzt ja wie gesagt auf der Stufe, er greift und tastet so ein bisschen nach deinem Fuß, geht ein bisschen weiter nach oben, kommt auch an den Stoff deiner Robe, ist zwar schon ziemlich alt und abgeschlissen, deine Effortrobe, aber euer Gnaden verzeiht. Ich kann mir nicht mehr helfen. Nun, ich merke, der Zahn der Zeit zieht an euch und das Alter tut euch nicht gut, aber nun. Man schaut mal, was der Mann hat. Scheint der blind zu sein oder nur sehr schwer sehen zu können? Kann man das irgendwie versuchen? Ja, du kannst mal, also
Es sieht so aus, als ob seine Augen wirklich so demnächst grau werden. Und also wie gesagt, auf dem einen Auge eine Augenklappe und auf dem anderen ist er sehr, sehr schwer sehen. Hat auch sehr, sehr angestrengt, guckt dich auch gar nicht wirklich an, sondern bleibt mit seinem Blick eher auf dem Boden, Füßen. Bin mir sicher, wenn ihr draußen irgendwo wärt, auf dem Marktplatz, wo vielerlei geredet wird, man würde euch gar nicht beachten und ihr könntet einiges überhören. Vielleicht einiges, wofür man hier im Hause des Fexes die ein oder andere Münze bezahlen würde. Helft euch selbst, Mann, Option. und Fex hilft euch. Danke für diesen Ratschlag. Mit diesen Worten möchte ich dann auch meine Hand auf die Schulter legen und einen Glückssegen auf ihn sprechen. Genau, es hat eine Zeit lang Glück. Ja, du merkst, wie dir quasi das Karma, kann man nicht sagen, also du merkst, wie es dir fast rausrutscht, ne? So viel Glück, alter Mann, und während du ihn berührst, spürst du auch schon wieder, wie das Glück aus dir rausstrahlt und dich umgibt. Rodrigo schüttelt den Kopf, dieses Glückwünschen scheint ein wenig gut zu heißen. Geht schon ein Stück weit in die Hocke, nimmt die Hand von dem Mann. Ich habe gehört, hier gibt es in der Nähe eine kleine Bäckerei oder so. Los, kommt, wir holen euch etwas zu essen. Eine Kleinigkeit wird euch nicht schaden. Und er klopft dem Mann sozusagen einmal sozusagen ein wenig auf die Rippen. Etwas auf die Rippen könntet ihr auch bekommen. Danke, danke. Ja. Und Rodrigo denkt sich so, wenn man sich hier die Zeit nimmt für alles Mögliche, dann nimmt man sich jetzt also auch dafür die Zeit. Ihr kennt doch bestimmt hier eine einfache, günstige Bäckerei, wo man eine Kleinigkeit zu essen bekommt, die selbst ich noch bezahlen kann. Selbstverständlich. Einfach über die Brücke bei der Hesindebrücke vorbei. Da ist eine alte bornsche Bäckerei. Die Hand, die man von dem Mann genommen hat, daran hebt man, also daran zieht man ihn so ein bisschen hoch, dass man da sozusagen gemeinsam hingeht. Und ja, möchte dort einfach ganz gerne einen kleinen Laib Brot kaufen und also wie ich einen kleinen und dem Mann dann in die Hand drücken. Ja, wenn du siehst, dass er dann vor dem Schaufenster stehen bleibt und der gute Oswin Brinske, ein wahrer Bornländer, ja, guck dich dann an, du willst dann irgendwie so die Waren, die er da hat, erinnert dich ein bisschen an das Frühstück, schaust du dir an und willst ihm dann so ein paar Münzchen geben und sieht er eben, wie dein Blick auch so wieder zurück in Richtung des alten Mannes geht. Ach, den alten Firuzef, nee, da musst du nicht bezahlen. Das kriegt er so, kannst ihm einfach geben. Man nimmt das und legt ihn da trotzdem dann jetzt hier symbolisch einfach jetzt hier zwei Kupfermünzen hin auf den Tresen, auf den Tisch, wie auch immer, nickt ihm dann nochmal zu und gibt dem Mann das dann sozusagen vor dem Laden dann direkt in die Hand. Ja, er grüßt nochmal mit Fex zum Gruße und lässt sich dann Fex auch sehen. mit. Sag doch mal, weiser Mann. Wir wollen jetzt auf den Markt und uns einen guten Schmied suchen. Hier für eine neue Waffe von meinem Freund. Nickt Rodrigo zu. Kennst du da vielleicht noch jemanden, dessen Arbeit du besonders schätzt? Dessen Arbeit ich besonders schätze. Oder der einen guten Ruf hat? Ihr könnt natürlich oben im Feuersturmtempel bei den beim Ingrim-Tempel nach einigen Waffen fragen, aber das dauert immer sehr lang und sie erheben es zu einer Gunst. Wie im Maraskan-Viertel bei den Schmieden. Dort werdet ihr sicherlich mehr Glück haben. Dort gibt es mehr Waren, mehr Angebote und ich habe eine Freundin. Kommt aber mit. Dankeschön. Man geht mit dem Mann mit. Ja, unterwegs kannst du auch sehen, wie im Tanzhaus Rausch und Sonne steht wohl irgendwie noch ein Mann davor. Ist gerade nicht so sehr viel los, aber naja, Sündenhölle für Wahnsinnige wird so beschrieben. Aber der Mann kommt dann nach kurzem Blick auf diesen alten Mann, geht einmal kurz rein, kommt wieder raus und drückt ihm noch so einen kleinen Becherchen Tee in die Hand. Wünscht ihm nochmal viel Glück, klopft ihm so ein bisschen auf die Schultern und stellt sich dann wieder davor. Könnt ihr auch gerade sehen, wie der Zwerg rauskommt? Naja, gut. Geht's erstmal weiter und der Mann wird irgendwie von allen ein bisschen betüdelt. Man kümmert sich um die Alten, man respektiert sie. Und dann, nach einiger Zeit, steht ihr vor einer Schmiedin.
oder vor einer Schmiede. Ja, davor ist quasi gar kein Betrieb. Eine Frau sitzt davor in einem Sitzsack und guckt sich die anderen Spiele an und genießt auch gerade, wie der alte Mann, ihren Tee. Sitzt da einfach und schaut sich das Treiben an, hört dem Klängen zu. Natürlich etwas weiter im Osten, wieder das laute Gebrabbel der Maraskaner. Und ihr könnt dann auch hören, wie sie aus den Fenstern schreit. Vivian ist wieder hier. Ja, ich hab's doch schon gehört. Wo kommt er denn her? Aus Buchan. Also, die wissen schon Bescheid, dass Pritigian wieder da ist. Die Frau, etwas älter, so um die 40, vielleicht 45 Jahre, schaut euch dann an, wenn ihr dann mit dem alten Mann in der Hand und vor der Schmiede steht. Ist das eure. Ist das die Frau, die ihr meintet? Ja, das ist Jaera. Jaera Alazib, die Beste. Guten Tag, Fräulein Jaera. Sie schaut euch an, mustert euch von unten nach oben, abschätzig. Ich nehme keine Auftragsarbeiten mehr an, tut mir leid. Nicht einmal, obwohl wir den Hafalias ein Schnippchen geschlagen haben vor weniger als einer Woche? Es interessiert mich nicht, für wen oder gegen wen ihr kämpft und ob ihr Helden seid oder nicht, ob ihr Geld habt oder nicht. Ich schmiede dann, wenn es mir passt. Wann passt es euch denn das nächste Mal? Meine Arbeit muss mich wirklich überzeugen. Aber Jaera, sie haben mich durch die Stadt geführt und sie arbeiten für die KGA. Sie zieht die Augen so ein bisschen hoch. Rodrigo hämmert sich die Hand vor den Kopf. So, ihr arbeitet für die KGA. Bestimmt, klar. Wie sollen wir denn für die KGA arbeiten? Versucht das ein wenig zu überspielen. Ich meine, hilft uns das, dass wir eine Waffe von dir bekommen? Ich meine, mein Freund hier möchte natürlich nur eine gute Waffe im Kampf führen. Wie er gesagt, es ist gefährlich und es geht gegen die Widersacher. Was sagt denn Nemre dazu? Sie schaut gar nicht mehr so in Richtung von Rodrigo und von Ephadaios, sondern eher in Richtung von Feruzev, dem alten Mann. Ja, das ist abgeneckt. Du sollst sie ihm herstellen. Sie nickt, sieht so ein bisschen unzufrieden aus und erhebt sich dann von ihrem Sandsack. Rodrigo, na gut, schaut so zwischen deinen Fingern, die er gerade von seinem Gesicht erhebt, hervor, total ungläubig zu der Frau. Wechselt dann wieder Blicke zu dem Mann, zu diesem Bettler, den er gerade aufgegriffen hat, dem er einfach nur helfen wollte. Was wäre wie... Ah, scheiße, ich bin schon wieder von dem Rotz Fallen reingelaufen. Ich bin so blöd. Ja, der alte Mann klimpert noch so ein bisschen mit diesen drei Kupfermünzen, beziehungsweise Eisenmünzen, die du ihm da reingelegt hast, klimpert er noch so ein bisschen umher und geht dann wieder durch das Spieleviertel, lässt euch da alleine bei Jaera. Mein Wert ist voll an, Ja, ihr habt ja eine gut ausgestattete Schmiede. Sagt, ich habe hier etwas erbeutet, aus dem ich mir gerne ein Schild bauen würde. Meint ihr, ich dürfte euer Werkzeug hier vielleicht dafür benutzen? Mein Werkzeug? Sie schaut sich das an, diesen Panzer, den du da ausgehöhlt hast. Ja, wenn ihr euer Handwerk versteht, könnt ihr die Schmiede haben. Sie ist eine der besten auf Aventurien. Kann sich der mit der von Thorn Eising am besten. Kommt mal rein. Bei Thorn Eising war ich schon mal. Man kommt mal rein mit den Worten. Ja, du kannst es nicht sehen, weil du in ihr gehst, aber du hörst, wie sie die Augen verdreht. Also gut, eine Waffe, wenn Nemrod das abgenickt hat. Was braucht ihr? Dann zieht mal seine gammelige Streitaxt, die jetzt hier Maraskan schon gesehen hat. Sowas hier, naja, sie nimmt die Axt aus der Hand und schmeißt sie direkt in die heiße Esse. Genau, ein neuer Stiel musste sowieso da rein, sagt man zu dem Holzstiel. ich brauche wieder eine Streitaxt. Ich glaube, bei den Abenteuern, die ich erlebe, muss sie etwas schärfer sein, dass sie etwas mehr Bums hat und etwas mehr aushalten, also etwas besseres Holz. Und das Metall muss irgendwie so sein, dass es einfach ein bisschen mehr aushält, dass es nicht so schnell Macken und Sprünge kriegt wie beim letzten Mal, was ich da gemacht habe. Also, was ich da hatte.
Das heißt, wir treiben den Bruchfaktor der Waffe etwas runter. An was für einen Stahl hattet ihr gedacht? Ganz normalen Standardstahl. Standardstahl. Also Outtime gesagt, TP plus 2, BF minus 3. 60 Dukaten müsste bei einer Streitachse rauskommen. Sie schaut zu Aphrodite aus. Ja, eine beeindruckende Schmiede. Etwas heiß und es treibt mir Schweiß auf die Haut. Ja, ich dachte, ich schlage hier einfach einige Dinge ab. Vielleicht mit diesem Hammer und dem Meißel hier. Feuer würde ich dafür gar nicht benutzen. Was wie? Ihr wollt schmieden ohne Feuer? Okay, ihr seid offensichtlich ein Geweihter des Effort. Dafür habe ich den allerhöchsten Respekt. Ihr steht hier allerdings in meiner Schmiede. Könnt euch auch gerne mit den Ingrim-Geweihten oben im Tempel des Feuersturms unterhalten. Aber in meiner Schmiede wird mit Feuer geschmiedet. Ihr müsst das nicht selber machen. Kann ich euch jetzt etwas anbieten oder nicht? Ich wollte euch nicht beleidigen oder eure Schmiede. Nein. Ich würde mich freuen, euer Werkzeug benutzen zu dürfen. Also gut, nehmt ihr da hinten eine Werkbank. Lass dir meinetwegen von Abu helfen, der sollte irgendwo hinten sein Unheil anrichten. Was kann ich für dich tun? Sie schaut zu Yalan. Ich bin doch gar nicht dabei. Du bist gar nicht dabei. Also jetzt schon mal schon. Ihr wart alle gemeinsam beim Fix-Tempel, um die Schulden abzubezahlen. Später lauft ihr dann. Okay, ich dachte, wir hatten es danach aufgeteilt. Ja, dann zieht man es. Er saß ja direkt vor dem Fex-Tempel, deswegen. Ja, dann zieht man sein Schwert heraus. Könnt ihr hier, seht ihr die Macke da oben? Die müsste ausgebessert werden. Und ich bräuchte neues Leder am Griff, aber nicht zu viel. Ist ein Erbstück. Ist ein Erbstück? Das heißt, wir überantworten es nicht im Feuer. Nein. Gut ausbalanciert. Ja, das ist wirklich eine Waffe, die ich ungern ins Feuer schmeißen würde, aber die Macken sollen wir rausbekommen. Ja, mein Schwertvater hat damit zu seiner Zeit schon Orks erschlagen. Es wäre mir doch sehr lieb, wenn ich es auch eines Tages weitergeben könnte. So sei es. Sie schaut sich nochmal die Prägung an. Könnten wir mal ein Schild noch reparieren? Schilde? So etwas tue ich hier nicht. Alles klar, dafür finde ich bestimmt ganz normal ein Schild. Entschuldigt. Was machen wir mit euch, Magier? Ich brauche nichts, danke, Bruder, Schwester. Dann an die anderen gewandt. Wollen wir uns dann sie schaut in einem Stundenglas ein vielleicht? An, beugt sich ein bisschen nach vorne. Ihr müsst Prodigian sein. Ah, ganz richtig. Ja, die Straßen sind bereits seit etwa 2 Tagen von eurer Ankunft erfüllt. Oh ja, ich hab's auch gerade gehört, dass ich wieder da bin. Ein Freudentag. Ja, das ist das Schöne. Man erfährt, dass man da ist, noch bevor man da ist. Das ist die Natur des Klatsch. Ja, ich wünsche euch viel Spaß. Ich glaube, der eine oder andere freut sich sehr darauf, euch wiederzusehen. Ich werde auf jeden Fall noch einige Zeit hier in Astuzak verbringen. Dann an die anderen wollen wir uns etwa in einem Stundenglas bei der Drachenei-Akademie treffen. Ja, gerne. Ich hab ja noch etwas anderes zu erledigen. Ich glaube, oben bei den Stoffdrucken von Razdidija, Zarysha, die Schneiderin, sie macht seit einiger Zeit Wollmützen. Der neueste Schrei aus Boran, müsst ihr wissen, in verschiedenen Farben. Ihr könnt euch sicherlich dort eine abholen. Was du nicht sagst. Dann ja, hätte ich vielleicht einen höheren Anteil verlangt. Ich werde sie mir mal ansehen, was sie daraus gemacht hat. Mir glaubst du oder nicht, aber ich kenne das erste dieser Exemplare. Das erste dieser Exemplare? So ist es. Sie scheint das Ganze erfreut zu finden, lächelt dir zu und würde dich damit auch entlassen. Wenn du jetzt aus dem Schmiedeviertel so ein bisschen heraustrittst und dann dein Blick so ein bisschen in Richtung Osten... so ein bisschen nach Osten schaust, kannst du auch sehen, so wenn der ein oder andere Kopf aus dem Fenster rausschaut und man sich über den neuesten Klatsch unterhält, alle tragen sie Mützen. Alle. 2 Silber habe ich dafür gekriegt. Ich hätte mehr verlangen sollen.